den Auftakt haben sie schon mal verloren. Umso wichtiger, Wolf, dass sie sich heute fangen und die ersten Punkte holen. Sonst könnte es eine schwierige Saison werden. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Reus. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Da zieht er ab. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Reus. Jetzt wird's gefährlich. Sauber vom Ball getrennt hier. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Jetzt müssen sie aufpassen. Reus. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Das könnte gefährlich werden. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da verlieren sie den Ball. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Er steht gut und hat den Ball. Er zieht ab. War das eng. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Wird's jetzt gefährlich? Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schießt er ihn rein. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Die Mitspieler bieten sich an. Und er gewinnt den Zweikampf. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Das könnte die Chance werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und jetzt ein Schuss. Was eine Chance. Latte. Reus.
Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Und damit ist der Ball weg. Da geht er dazwischen. Jetzt müssen sie aufpassen. Das könnte die Gelegenheit geben. Und nun ein Schuss. Ah, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Allen. Reus. Jetzt wird's gefährlich. Es geht weiter mit einem Abstoß. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Das könnte eine Gelegenheit werden. Macht er ihn. Souverän gemacht vom Torwart. Gut verteidigt hier. Und direkt zurückgespielt. Sehr guter Einsatz. Ein berechtigter Freistoß. Die Fans wollen natürlich den Sieg. Bei der Entfernung zum Tor wäre es eher das Abspiel gewesen, Buschi. Ja, da direkt zu schießen, wohl nicht die beste Idee. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Defensiv machen sie es gut. Reus. Wird das eine Torchance? Keine. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Wird's jetzt gefährlich? Sie spielen die einfachen Bälle. Schuss! Und so wird das nix. Den Köpfer. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das könnte die Chance werden. Und jetzt der Schuss. Pfosten, aber es geht weiter. Den Ball holt er sich. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke.
Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen, Wolf. Man merkt wirklich, wie sie hier in jeder Szene etwas langsamer werden, um zumindest ein paar Sekündchen von der Uhr zu nehmen. Gibt Einwurf. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Defensive steht. Reus. Abspiel war nicht gut, der Ball über die Linie. Das könnte gefährlich werden. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Macht er ihn. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Er steht gut und hat den Ball. Sie suchen die Lücke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Fairer Einsatz hier. Jetzt wird's gefährlich. Gut, da zieht er ab. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Und hier wird es Einwurf geben. Gibt Einwurf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt schießt er. Nicht einfach. Der Schuss war klasse. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Und er bringt den Ball rein. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Da trennt er ihn vom Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Spielt den Ball in den freien Raum. Flanke war nicht so gut. Die Abwehrspieler können klären. Da gewinnt er den Zweikampf. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Chance auf den Ausgleich. Gute Aktion vom Torhüter.
gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt vielleicht. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Schöne Flanke. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Und jetzt der Schuss. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Eine richtige Chance hier, aber kein Tor. Knapp war's. Schade. Und das war der Schlusspfiff in dieser Partie. Der Endstand also 1:0. Sie gewinnen zwar, aber das Ergebnis überrascht dann doch. Ja, wir hatten ein eindeutigeres Resultat erwartet. Aber das macht eben den Fußball aus, dass auch die Kleinen an einem guten Tag mithalten können. Zuletzt haben sie gewonnen und klar, so soll es heute weitergehen. Ich bin wirklich gespannt, ob sie sich wieder so gut präsentieren. Anpfiff und los geht's. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Da trennt er ihn fair vom Ball. Lahm. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Chance zur Führung. Der muss reingehen. Der Ball ist drin. Besser geht's nicht. Mit dem ersten Torschuss machen sie den Treffer. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist es kein Problem. Ganze 4 Minuten sind vorbei. Da ist hier das 1:0 gefallen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Schiri gibt fort, schießt er ihn rein. Da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Es gibt Einwurf. Und das gibt Abstoß. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Und er gewinnt den Zweikampf. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt wird es hier Eckball geben. Kommt der Schuss. Er schießt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gutes Tackling. Fafan.
Gut verteidigt hier. Den Ball holt er sich. Vidal. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Macht er ihn. Tošić. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Vidal. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schussversuch. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Das könnte die Chance werden. Fairer Einsatz hier. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Er sieht hier gelb und muss sich jetzt zurückhalten. Sie brauchen ihn in der Offensive. Den spielt er gut und jetzt wird er zieht ab. Der ist drin, es steht unentschieden. Den macht er, der Captain. Gute Aktion. Ja, Wolf, das hat er klasse gemacht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Die Situation geklärt. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ja, das gibt Einwurf. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Allen. Tošić. Muss Einwurf geben. Baumjohann. Fritz. Jetzt müssen Sie aufpassen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Sehr gut aufgepasst. Das waren da doch zu viele Pässe. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Allen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Vidal. Er findet den Mitspieler. Er versucht's. Souverän gemacht vom Torwart. Er nimmt ihm den Ball ab. Allen. Reus. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Reus. Gibt's jetzt die Gelegenheit?
Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Allen. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den spielt er gut. Flanke kommt, wird das eine Chance? Baumjohann! Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Klasse gespielt. Der Ball kommt. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier immer wieder, weil es ihnen viel zu lange dauert. Es wirkt so, als hätten es die Gäste nicht besonders eilig. Die haben keinen Bedarf. Abgefangen, gut gemacht. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Reus. Sehr guter Einsatz. Jetzt wird's gefährlich. Geht er rein. Super gemacht vom Torwart. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Abwehr hat aufgepasst. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Ich weiß gar nicht, wie er da mit der Grätsche überhaupt noch an den Ball gekommen ist, aber er hat ihn. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Gut reagiert vom Torhüter, so verhindert er den Rückstand. Er ist frei, der kann Baumjohann. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Er nimmt ihm den Ball ab. Wird das seine Torchance? Er lässt sich da nicht aufhalten. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Gefährliche Flanke. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da zieht er ab.
Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Klasse Technik. Tošić. Reus. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und nun ein Schuss. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Allen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Fritz. Das könnte gefährlich werden. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Und er gewinnt den Zweikampf. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Wird's jetzt gefährlich? Mit Abstoß geht's weiter. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Wir gehen in die heiße Phase. Das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Wenn hier in den letzten Minuten noch ein Tor fällt, dürfte das die Entscheidung sein. Das könnte die Chance werden. Verfangen. Lahm. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und die Möglichkeit. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Und jetzt geben die Fans hier nochmal Gas. Gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Natürlich rechnen sich die Fans hier jetzt nochmal was aus. Natürlich. Noch können sie das Ding hier gewinnen. Das könnte es sein. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Schauen wir noch mal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach... Der Schiedsrichter pfeift ab, es bleibt beim denkbar knappen 2:1. Ein schöner Erfolg, so früh in der Saison. Und so mancher träumt vielleicht schon vom Titel.
Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Rückpass zum Torwart. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Das könnte die Führung geben. So wird das nichts. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Wir schauen kurz auf die Uhr. 7 Minuten hat es nur gedauert. Da kann er ihn stoppen. Und direkt zurückgespielt. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Reus. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Wird das eine Torchance? Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Chance auf den Ausgleich. Da passt er klasse auf. Ja, das gibt Eckball. Ein guter Kopfball. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und jetzt der Schuss. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Jetzt müssen sie aufpassen. Macht er ihn. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Gute Aktion, gut geklärt. Sauber vom Ball getrennt hier. Klasse gespielt. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Allen. Reus. Das könnte gefährlich werden. Defensiv machen sie es gut. Jetzt die Flanke. Die Chance per Kopf. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Reus. Und damit ist der Ball weg.
Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Geht er rein? Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt der Rückpass. Allen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Abwehr hat aufgepasst. Allen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Klasse Technik. Jetzt wird's gefährlich. Ja, das war abseits. Da kann er ihn stoppen. Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball. Der Ball kommt gut. Gefährliche Flanke, aber der... Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Klasse Technik. Die Defensive steht. Die Flagge kommt gut rein. Kopfball. Stark gehalten. Der Kopfball ist nicht drin. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Reus. Das könnte die Chance werden. Da holt er den Ball zurück. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Den Ball spielt er gut. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Steilpass. Das muss ein Elfmeter sein.
macht das Tor. Guter Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Abwehr. Nicht drin. Kommen Sie noch mal ran. Und da haben wir es, das Tor. Ah, da siehst du als Torwart nicht gut aus. Er hält den Ball erst, aber er hält ihn eben nicht fest. Und dann geht er doch noch ran. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich noch mal an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. 2:1, hier ist noch alles drin. Da trennt er ihn fair vom Ball. Macht er ihn. Und irgendwie hält er ihn. Und Ecke. Und die Situation geklärt. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wird's jetzt gefährlich? Keine Frage, das war Abseits. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Klare Abseitsposition. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, sich und er schießt. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Eckball gibt's. Jetzt ist das Eckenverhältnis mal eingeblendet. Jetzt die Flanke. Kopfballchance. Da passt der Torhüter auf. Reus. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Jetzt wird es Ecke geben. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Die letzten 5 Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vorne. Das könnte gefährlich werden.
Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Das macht er gut. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Nein. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Einwurf zum Gegner. Das war unkonzentriert. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. So, die Fans kommen nochmal. Die wollen sie nochmal pushen. Vielleicht reicht's ja noch für den Ausgleich. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Sie schalten noch. Er versucht's. Und die das macht er gut. Den Ball hält er fest. Fahrt ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und aus der Szene könnte was werden. Abpfiff.
Das war der Anstoß. Spiel läuft. Allen. Lewandowski. Da kommt der Steilpass. Macht er ihn! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Den spielt er gut. Das könnte gefährlich. Reus! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gleich kommt der Eckball. Sie müssen aufpassen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kann er ihn stoppen. Oh, ich dachte, die machen mehr. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Elfmeter. Und wenn sie Pech haben, liegen sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren. Er macht das Tor. Guter Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Dem Druck standgehalten, Elfer verwandelt. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. 9 Minuten hat es gedauert. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Super gemacht mit der Hacke. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Mit Abstoß geht's weiter. Reus. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist er auf und davon. Lewandowski. Da passt der klasse auf. Er nimmt ihm den Ball ab. Das gibt Freistoß. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Weiter geht es mit einem Einwurf. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Allen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Einwurf jetzt. Sehr guter Einsatz. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke war nicht gut, einfach zu klären. Da kommt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da kann er sich den Ball holen. Und er gewinnt den Zweikampf. Allen.
Jetzt wird's gefährlich. Da schickt er den Mitspieler. Götze! Schade, dass der Ball vorbeigeht. Ja, das war richtig stark gemacht. Hätte mehr verdient gehabt. Wird das seine Torchance? Tolle Flanke. Reus! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Allen. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Allen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Reus. Er gibt abseits. Allen. Den Ball spielt er raus. Der Ball kommt gut. Ein berechtigter Freistoß. Die Defensive steht. Drogba. Und er gewinnt den Zweikampf. Reus. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Klasse Technik. Da geht er dazwischen. Wird's jetzt gefährlich. Flanke kommt, wird das eine Chance? Keine gute Flanke hier, das lässt sich leicht klären. Reus. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schuss! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Er nimmt ihm den Ball ab. Fairer Einsatz hier. Und... Die zweite Hälfte im Wembley Stadium kann beginnen. Los geht's. Defensiv machen sie es gut. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt nimmt er es allein. Reus. Schussversuch. Und Tor. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er dem Stürmer vor die Füße. Klasse Technik. Lewandowski. Über die Torauslinie, Ecke.
mit dem Kopf und er schießt. Er trifft den Pfosten. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Reus. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut verteidigt. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr tickt für den Außenseiter, der hier überraschend in Front liegt. Und das alles andere als uns. Das ist jetzt seine Chance. Da passt er auf und geht dazwischen. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Super gespielt, macht er mit der Hacke. Götze. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt könnte der Pass kommen. Gutes Tackling. Ja, das gibt Einwurf. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Lewandowski. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Das könnte gefährlich werden. Da zieht er ab. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Eckstoß also. Mit vollem Einsatz. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt wird's gefährlich. Mein Fehler, da habe ich falsch gelegen. Reus. Da kann er ihn stoppen. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Den Pass spielt er gut. Geht er rein. Ein fantastisches Tor. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Super vorbereitet das Tor. Das muss auch mal gesagt sein. Das ist schon eindeutig jetzt. Und der Torhüter macht keine gute Figur heute. Ob es nur an ihm liegt, ich... Da gibt er zu Recht Freistoß. Reus. Götze. Wird das seine Torchance? Stark gemacht, das könnte was werden. Er zieht ab. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Allen.
Und direkt zurückgespielt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Da kommt der Schuss. Pfosten. Da stand der Assistent gut. Abseits. Das könnte die Chance werden. Schießt er ihn rein. Super gemacht vom Torwart. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Und er schießt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lewandowski. Und er bringt den Ball rein. Den Ball spielt. Gute Szene. Jetzt kann es gefährlich werden. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Flanke kommt, wird das eine Chance? Lewandowski. Ein klares Ergebnis am Ende. 3-0 endet die Partie. Zur Saisonhalbzeit ein ganz empfindlicher Rückschlag. Ja, man hatte auf eine sorgenfreie Spielzeit gehofft und jetzt droht dann doch eher der Abstieg.
Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Modeste. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Sauber vom Ball getrennt hier. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Modeste. Da geht er dazwischen. Einwurf. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Der Ball kommt gut. Lewandowski. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Kolarov. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Die Chance! Den Ball hält er gut. Hinten stehen sie kompakt, aber Modeste! Bitter, 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 ein Eigentor. Und alle fragen sich jetzt, wie kann denn das passieren? Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Da kann er ihn stoppen. Das könnte gefährlich werden. Die Flanke kommt gut rein. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen, Wolf. Man merkt wirklich, wie sie hier in jeder Szene etwas langsamer werden, um zumindest ein paar Sekündchen von der Uhr zu nehmen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gute Aktion. Hummels. Völler. Der Pass zurück zum Keeper. Und es gibt Abstoß. Sie suchen die Lücke.
Platz ihn ab. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Da trennt er ihn vom Ball. Lewandowski. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er zieht ab. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Jetzt schießt er. Der Ball streift die Latte, das war eng. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er gibt abseits. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und er pfeift Freistoß. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Eckball. Drei Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Chance vertan, die Kugel ist weg. Völler. Gutes Tackling. Super. Durchgang 2 kann losgehen. Im Estadio Vicente Calderón steigen wir also ein. Rudi. Lewandowski. Schön dazwischen gegangen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Kolarov. Völler. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Pass zurück zum Torhüter. Hummels. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Völler. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Modeste. Super Timing, den Ball holt er sich. Fairer Einsatz hier.
Abwehr hat aufgepasst. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das könnte die Chance werden. Muss Einwurf geben. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Klasse Technik. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Hummels. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Die Gelegenheit. Es bleibt gefährlich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Defensive steht. Rudi. Das war nicht so gut. Die Flanke war nicht präzise genug. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Völler. Hummels. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Hummels. Rudi. Kolarov. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Modeste. Den Ball spielt er raus. Einwurf, der Ball war draußen. Wird das eine Torchance? Die Schussversuch. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Rudi. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Lewandowski. Jetzt müssen sie aufpassen. Lewandowski. Da geht er rund. Das muss der Ausgleich sein. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Da hat er super reagiert. Ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. 1-1. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Völler. Da gewinnt er den Zweikampf. Chance zur Führung. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt schießt er. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Völler. Er trifft den Außenpfosten und der Ball ist draußen.
Modeste. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Wird's jetzt gefährlich? Da steht die Abwehr sicher. Reus. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Drei Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Modeste. Das könnte gefährlich werden. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Heute gibt es keinen Sieger. Endstand 1-1. Ein wichtiger Sieg für sie. Das entspannt die Situation im Abstiegskampf merklich. Das waren Big Points und genau so müssen sie jetzt weiterspielen. Hinten stehen sie kompakt, aber Modeste! Bitter, 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 ein Eigentor. Jetzt schießt er! Lewandowski, da geht er runter. Das muss der Ausgleich sein. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Völler!